Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres neuen Projekts. Bei einem weiteren Survival-RPG-Spiel. Wir sind gerade noch am Sammeln für ein Häuschen, damit wir uns auch wohl in Sicherheit bringen können. Oder die Nacht eher gesagt verbringen können. Ich habe nämlich vor, am Tage zu sammeln und am Abend zu craften, so gut es geht. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Es wäre toll. Na, es wäre... Oh, 79 Stück schon. Ich glaube, ich habe schon genug. Bin mir aber nicht sicher. Wo wollten wir nochmal bauen? Hier irgendwo, ne? Hier am Strand. Da haben wir freigebaut. Freigesetzt. Hütte. Auswählen. Okay, drehen. Also ich würde die jetzt direkt so setzen. So. Okay. Konstruktion. Was wäre denn das nächst Logische? Hochofen. Stein, Ton, Sand. Stein, Ton, Sand. Stein, Ton, Sand. Stein, Ton, Sand. Stein kriegen wir dort mit der Spitzhacke. Oder? Sollten wir doch. So. Schön zuhauen. Bisschen was ernten. Kriegen wir schon hin. So. Hauen, hauen, hauen. Komm schon, komm schon. Mehr. Ich will mehr. Wir brauchen, glaube ich, 15 Steine oder sowas, ne? 15. Wir haben jetzt Steinsplitter. Stein. Das ist Stein. Ein, dass es schon weiterverarbeitet ist und das ist Eisen schon. Geil. Okay. Aber wir müssen trotzdem hier erstmal ganz viel arbeiten. Es ist neblig. Ich muss sagen, es ist wohl hier viel Nebel immer vorhanden im Spiel. Aber das stört mich nicht. Aber ich sehe immer noch diesen weißen Fleck auf der Hose meines Charakters und das irritiert mich ein bisschen. Komm. Wir brauchen insgesamt 15 Stein. Gib mir ein bisschen Fels. Gib mir ein bisschen. Wie viel haben wir? 12. Aber dafür kriegen wir auch Eisen, ne? Das ist schon sehr, sehr gut. Es ist gar nicht verkehrt. Nur irgendwie Stein ist ziemlich mager. Ein bisschen dürftig hier. Aber nur ein bisschen. Also ich bin auf das Kämpfen auf jeden Fall schon gespannt, aber dafür brauchen wir sicherlich noch ein bisschen mehr wie eine einfache Rüstung oder irgendwas. Irgendwie, das kann es einfach noch nicht gewesen sein, dass wir jetzt schon losziehen können. Ich denke mal, wir sollten erstmal so ein bisschen Grundbedarf decken, damit wir vorbereitet sind und dann können wir ins Abenteuer uns stürzen. Also so gehe ich da zumindest von aus. Ach, wir haben genug Stein. Okay, dann brauchen wir jetzt den Spieß hier. Und das hier ist, glaube ich, Lehm. Oder was ist das? Ton, genau. Ton brauchen wir. Das sieht lustig aus. Oh, ich tanze ein bisschen. Ich stoche hier, stoche da. Und ich habe Ton. Lalala. Lalala. Und nebenbei kann ich sogar essen. Lalala. Genial. Das sieht nicht danach aus, als wenn wir tiefer graben würden. Also, wir bleiben auf unserer Höhe. Gucken wir mal. Ja. Kleine Hütte. Da haben wir auf jeden Fall ein kleines bisschen Ruhe vielleicht. Und Sand. Oder was brauchten wir nochmal? Sand, genau. Das kriegen wir bestimmt am Strand. Bin mir ziemlich sicher, dass wir hier Sand bekommen. Ton hatten wir genug. Jetzt holen wir ein bisschen Sand. Falls wir für das nächste Projekt auch noch Sand brauchen, holen wir gleich noch mal ein bisschen was dazu.
ein paar Plätze haben wir ja noch im Inventar frei und ich denke mal, man kann auch Items auf jeden Fall in einer Kiste verschwinden lassen, sozusagen. So. Das dürfte doch reichen, oder? Gucken wir mal. Ja, wir wählen das aus und setzen es direkt hier dahinter. So, zack. So, das nächste. Das nächste müsste ein Amboss-Event. Nee, nein, nein. Mm-mm. Ein Arbeitstisch. Nägel. Nein, wir brauchen dafür wahrscheinlich auch den Amboss. Okay, wir brauchen dann gleich erstmal den Amboss. Den Amboss mit Baumstämme. Baumstämme müssen wir wieder sammeln, alles klar. Dann nehmen wir wieder die Axt. Und gehen wir am Strand hier lang, wa? Legen wir erstmal den Strand frei und sowas. Geht ja auch erstmal. So, Ausdauer wieder. Zack, dankeschön. So, zack. Nächste Palme. Wieder was essen. Gleich sind die Kokosnüsse schon wieder leer. Oder auch nicht. Man sammelt einfach neue, ne? Also es ist schon... Okay, dann gucken wir mal. Können wir damit interagieren? Zu weit entfernt. Okay. Rezept. Eisenbarren. Bestandteile Eisen, Kohle. Oh, okay, da müssen wir erstmal wahrscheinlich benötigt Schmelztiegel oder Stahltiegel. Okay, 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 okay. Okay. Oh, wir können auch Flaschen machen. Und Glas und sowas. Ey, das ist ja geil. Okay. Da müssen wir ein einfaches Feuer erstmal daneben setzen. Dann machen wir die Pflanze weg. Ich habe keine Lust, dass ich hier herausfinde, dass man hier auch Sachen in Brand stecken kann. Okay, gucken wir mal. Also brauchen wir erstmal ein einfaches Lagerfeuer. Glühende Asche oder irgendein Edelstein. Okay, auswählen. So, dann brauchen wir... Ist echt schon mega neblig wieder, ne? Also, das ist echt krass. So. Oh, das Lagerfeuer läuft direkt. Okay. Rezept. Gut. Dann holen wir uns erstmal davon ein bisschen was. Haben wir hier auch Asche? Nee, haben wir nicht, ne? Schmelzziegel, Ton. Ah, okay. Dann brauchen wir Ton. Ton, 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 Ton. War hier direkt hier. Müssen wir echt aufpassen, dass wir das nicht zubauen, ne? Also es ist... Aber dieses Spiel, das hat schon krass viel Nachtphasen, ne? Aber das kann ich, glaube ich, gar nicht einstellen, sehe ich gerade. So, dann nochmal hier. Gucken wir erstmal hier, was haben wir hier? Bretter, Erdbeer. Cocktail, auf jeden Fall hier, ist egal, wo ich bin. Hauptsache erstmal ein Cocktail. Holzzange, steinerne Heule, Bretter. Entsafter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber was brauchen wir denn noch? Also wir brauchen auf jeden Fall den. Das heißt, das Eisen brauchen wir. Da brauchen wir wahrscheinlich den. Ton und Sand. Ton und Sand. Der eine ist dann jetzt für Holzkohle und sowas. Also Briketts sage ich jetzt mal Holzkohle zum Fertigmachen. Und den anderen dann für Eisen. Das leuchtet zumindest ziemlich gut ein. Das
dürfte schon fast wieder reichen. Also ein Tag ist auch nicht gerade hell, ne? Also es ist... Ob das immer so neblig jetzt ist, das wäre nämlich echt mega fies. Man sieht nämlich auch nicht so weit, das finde ich irgendwie schade. Ich habe eigentlich die beste Auflösung eingestellt und... Das wäre jetzt echt ein bisschen doof. Ich finde eher, dass er nicht danach gräbt, sondern eher danach tanzen tut, oder? Das sieht doch irgendwie komisch aus. So, dann gucken wir mal, ob das reicht. Nein, Sand reicht noch nicht. 3 Stück mindestens noch. Immer gut zu wissen. 1, 2 und 3. So. Wir wollen es ja am Anfang nicht übertreiben, ne? Aber da fliegen ganz schön die Funken, ne? Also beim Feuer, das ist schon nicht ohne. Nehmen. Rezept. Ja, dachte ich mir. 5. Ach, da brauchen wir das auch noch, auf Gottes Willen. Ja gut, machen wir erstmal absolutes alles hier. Kriegen wir schon hin. So, dann räumen wir uns hier erstmal ein bisschen Platz wieder. Wir brauchen ja auch Platz für die Tische und sowas alles. So, das auch noch weg. Das andere, nee, das da auch weg. Das da auch weg, das sieht nicht so schön aus. Ich habe nicht genug Ausdauer. Bitte helft mir. So, da kriegen wir die Kokosnüsse, damit wir da ein bisschen mehr Ausdauer haben. Am Anfang sind die Kokosnüsse gar nicht mal so schlecht. Erstmal voll fett hier futtern. So. Nur noch ein bisschen Holz. Zack. Futtern nochmal. Und dann holen wir den Baum noch. Also ich habe das Gefühl, man muss sich hier durch die Welt freikloppen oder sowas irgendwie. Also das habe ich jetzt eingesammelt. Nicht, dass ihr denkt, das ist verschwunden oder sowas, aber das habe ich eingesammelt. So, den haben wir auch noch. Das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Anscheinend geht das Werkzeug auch nicht kaputt oder es hat eine Haltbarkeit, die ich nicht einsehen kann. Gibt ja die 2 Varianten, die ich jetzt gerade das jetzt so dadurch nicht einsehen kann. So. Können wir hier gucken, da haben wir wieder ein bisschen was. Eine Kohlemeile haben wir hier. Da arbeitet der auch dran. Und dann gucken wir mal hier. So, Kohle. Müssen wir 5 haben für... Und ein so ein Ziegel. Okay, das läuft. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Dann gucke ich mal, was es hier raus gibt. Was es hier gibt. Oh, nichts. Und was gibt es hier raus? Auch nichts. Komisch. Ich hätte mehr gedacht. Also ich hätte auf jeden Fall mir da gehofft, dass es da mehr gibt. Okay, hier sind alles nur diese Gestrapper. Das hilft uns nicht wirklich viel. Zack, auswählen. Machen wir nochmal 15 Seile nebenbei. Einfach nochmal was hier Gutes tun.
Dann holen wir hier nochmal Stöcker. Solange man ja noch nicht da durchbrecht zu den Gegnern, ist ja, denke ich, alles in Ordnung. Und dann dürfte uns ja nichts passieren, oder? Ich meine, das wäre ja doof. Ich möchte aber so einen Tannenbaum jetzt noch machen, eben ein. Gucken, ob der mehr gibt oder was ein anderes Holz gibt oder so. Aber ich denke, das wird genauso wie jeder andere Baum auch sein. Oh, das könnte ein bisschen mehr sein als üblich. Okay, sehr gut. Warte, Edbeer. Zutaten, Kürbissaft, Standfall. So, hier holen wir das auch nochmal eben. Wir müssen gleich auch nochmal nach einer Kiste gucken, aber ich denke, dafür brauchen wir auf jeden Fall sowas wie Nägel oder so. Und daher können wir das wahrscheinlich sowieso noch nicht machen. Wir haben ja noch keine Nägel oder sowas, weil wir müssen ja erstmal darauf warten, dass alles andere fertig wird. Aber wie gesagt, ich will das eigentlich, das Bauen und sowas alles eigentlich am Abend machen. Gut wie fertig. Das ist auch so gut wie fertig. Wunderbar. Kohle ist auch schon fertig. Dann können wir schon die ersten Barren, denke ich, herstellen. So. Eisenbarren. Oh, können wir nicht. Ach, verdammt. Abbrechen, habe keine Geduld mehr. Schmelzziegel. Haben wir. Auswählen. Ein. Danke. Ich hoffe, der hält auch länger anstatt nur ein, zwei Mal oder so. Das wäre nämlich echt ärgerlich. Eine Tonflasche. Ein Messer. Was brauche ich ein Messer? Gebratenen Fisch kann ich auch machen. Das heißt, wir können auch angeln oder sowas. Irgendwie sowas. Die nächste Kohle ist fertig. Sehr cool. Nehmen. So, dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Eisenbarren, alles grün. Jupp. Ja. Drei Barren. Das ist doch cool. So kommen wir auch voran langsam. So, wir brauchen wieder ein paar der Kokosnüsse. Dann hauen wir einfach mal hier den Baum. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal, ob ich den Bildschirm irgendwie heller kriege. Nö. Beleuchtung auf Ultra. Mehr kann ich nicht einstellen, das war's schon. Lagerfeuer. Glut. Hauen wir einfach mal ein paar Stöcke rein, so 10 Stück. Dann haben wir 30 Glut wieder. Der ist auch fast fertig. Kohle, Glut, Baumstämme. Baumstämme ohne Ende hier. Also ich habe das Gefühl, wir brauchen fast schon unendlich viel. Das Spiel gibt es, spiele ich jetzt gerade ja als Singleplayer. Es gibt, gibt wohl auch die Möglichkeit, Multiplayer zu spielen. Ist aber wohl noch in der Beta-Phase, wenn ich mich richtig erinnere.
So, es wird wieder hell, also laufen wir mal wieder los. Und machen uns hier mal wieder ein paar Stöcker. So, zack. Da hinten irgendwo waren, glaube ich, die Gegner, ne? Also da möchte ich noch nicht so hin. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen so ein Loch reinmache und die dann mich besuchen können. Das will ich ja auch nicht. Das wäre, glaube ich, für mich ein absoluter Albtraum, wenn das gehen würde. Scheiße, hier geht's, glaube ich, durch. Oh, oh. Okay, von da müssen wir uns ein bisschen fernhalten. Ein bisschen. Wir haben Eisenbahnen hergestellt. Ja, nice. Das ist ja mega. Okay, das nächste wäre, glaube ich, dann eine Schmiede, ne? Das wäre, glaube ich... Ne, ein Amboss, genau. Zwei Eisenbahnen brauchen wir. Davon haben wir genug. Wunderbar. Aber gerade so, ne? Also, wirklich viel haben wir nicht. So, dann hauen wir den Amboss direkt daneben, denke ich mal. Auswählen. So. Fertig, Kohle, wunderbar. Hauen wir aber direkt nochmal wieder hier hin. Und zwar alles, was wir haben. Bisschen was. 29. Eisenerz haben wir nicht genug. Da können wir Abhilfe schaffen. Also das ist kein Problem. Hasi, 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 Hasi. Ein bisschen Stein haben wir hier noch. Ich denke, das ist auch mit Absicht so, dass wir hier ein bisschen haben für den Anfang, damit wir die ersten Sachen bauen können. Und später dann erst weiterlaufen. Also, denke ich zumindest. Wir werden aber auch bald weiterlaufen, weil wir wahrscheinlich noch andere Ressourcen hier kriegen können. Wir können ja Eisen, wir können Kupfer. Ja. Ein bisschen Fleisch jagen und sowas alles. Einen Bogen bauen irgendwie. Aber dazu müssen wir erstmal Arbeitsmaterialien haben. Wie ein Bogen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich den Arbeitstisch, also die Werkbank sozusagen. Den Amboss, den haben wir jetzt fertig. Ja, kriegen wir schon hin. So. Dann werden wir mal hier jetzt gucken, dass wir jetzt an dem Amboss gucken. Ja. Ting, ting, ting. Nägel. Was brauchen wir denn? Irgendein Hammer. Holzzange oder Eisenzange? Okay. Irgendein Hammer, Holzzange oder Eisen. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir das in Gang kriegen. Hier werden wir Eisen schmelzen. Geht nur einer. Oh, das ist aber schade. Gut, dann brauchen wir einen Hammer. Steinhammer. Ja. Geht nicht anders. Nehmen wir erstmal den. Schon wieder so schlechtes Wetter, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Verwende. Ach so, wieder falsch. Ha, 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 ha. Ups. Okay, wir werden jetzt aber erstmal jetzt hier wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, ob wir soweit sind, dass wir dann auch einen Bogen bauen können, Pfeile bauen können und dann loslegen können. Wäre zumindest sehr, sehr cool. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.